Moin Leute, frisch aus dem Urlaub und voller Tatendrang. Heute gibt es ein Video für alle Schurken da draußen und zwar hat sich das ein Zuschauer gewünscht. Es gibt aktuell drei Skillungen, mit denen ihr spielen könnt, die wirklich viel Schaden machen und die wollen wir uns kurz anschauen. Wie gesagt, drei Skillungen gibt es aktuell. Die besten zwei sind Mutilate und Backstab. Also Backstab ist auf dem Vormarsch und schaut aktuell sehr, sehr gut aus. Ich persönlich spiele tatsächlich auch noch Säbelschlitzer. Warum? Weil ich noch keinen richtigen Mainhand-Dolch habe. Also ich habe noch das Schwert von Onyx hier, wie ihr sehen könnt. Und deswegen bin ich aktuell noch auf Säbelschlitzer. Und ich empfehle euch auch erst zu wechseln, wenn ihr das richtige Gear habt für Mutilate und für Backstab. Vor allem für Backstab braucht ihr gewisses Gear, damit die Skillung auch richtig reinbombt. Aber darauf werden wir gleich eingehen. Also im ersten Step werde ich erstmal die ganzen drei Skillungen besprechen, was wichtig ist, was ihr benötigt. Und dann im zweiten Schritt werde ich euch auch die Consumables zeigen, was für den Rogue wichtig ist. Fangen wir gleich an mit der Skillung. Und zwar schaut das folgendermaßen aus. Ihr setzt 30 Punkte in Meucheln. Das schaut dann so aus. Und unten nimmt ihr hier 4 Punkte mit, um genug Kombo-Punkte zu generieren. Ansonsten hier skillt ihr bis Klingenwirbel im Kampfbaum und Täuschung habt ihr nichts. Also eine 30-21 Skillung. Rune nimmt ihr die hier. Wichtig ist hier auch Ehre unter Dieben, weil ihr dadurch wirklich viel, viele Kombo-Punkte generiert. Und dann könnt ihr dann vergiften, oft usen und ihr macht mit Vergiften wirklich sehr viel Schaden. Also vom Gear her, wenn ihr ein gutes Schwert habt, dann spielt Säbelschlitzer. Wenn ihr einen Dolch habt, einen guten, gescheiden, dann spielt ihr Mutilate oder Backstab. Ich habe leider keinen Dolch für die Mainhand, deshalb spiele ich noch Säbelschlitzer. Und ja, wie gesagt, mit Säbelschlitzer macht ihr wirklich nicen Schaden. Wie ihr sehen könnt, war ich Thunderrun und habe über 2k gemacht und das Ganze wirklich ohne World Buffs und ich hatte nur das Elixier genommen, des Mungos und Elixier Riesen, also nicht mal Feuerwasser genommen oder sowas oder andere Consumables, von dem her, ihr könnt da easy über 2k Schaden dann fahren. Also die Skillung ist definitiv mega gut. Wichtig ist zu erwähnen, ihr spielt ja hier mit tödlicher Mischung. Auf die Waffen haut hier keine Gifte drauf und wenn ihr keine Gifte drauf habt, macht ihr auch sofort wirkendes Gift auf euer Ziel und mit sofort wirkendem Gift könnt ihr sehen, macht ihr auch sehr viel Schaden. Was ihr machen könnt auf eure Offhand, könnt ihr den Elementarwettstein nehmen, das geht schon. Und die Mainhand lässt ihr natürlich offen für Windfairy. Kommen wir zum Backstab Rogue, welcher sehr, sehr gut aktuell ausschaut und ja, wahrscheinlich mit einer der besten Builds aktuell ist. Um den zu spielen, braucht ihr einen vernünftigen Dolch in der Mainhand. Ich habe hier einen in der Offhand, aber der ist zu schwach. Zum Beispiel die Klinge des Verderbens von Ragnaros, die wäre optimal dafür. Und gut wäre es, wenn ihr mindestens 4 Set-Teile hättet von dem drakonischen Set, um den 4er-Set-Bonus mitzunehmen, was euren Schaden um 20% nochmal erhöht, was sich wirklich positiv auswirkt. Und was noch wichtig ist, dass ihr mindestens 3 Set-Teile von dem Sulgurub-Set habt. Besser wäre 5, aber 3 ist das Minimum, was ihr haben solltet für die Skillung. Wenn ihr das alles habt mit einem guten Dolch, dann könnt ihr umspecken auf die Backstab-Skillung. Dann macht ihr wirklich ordentlich Schaden damit. Schauen wir uns mal die Skillungen an. Es gibt 2 mögliche Skillungen, mit der ihr spielen könnt. Einmal eine Meuchel-Skillung und eine Kampf-Skillung. Ich zeige euch die Kampf-Skillung, weil die meisten Pro-Spieler die Kampfskillung hier bevorzugen. Und zwar, das killt ihr komplett runter, nehmt ihr auch 5% mit Crit für Dolche. Ansonsten Täuschung hier 5 Punkte und Meucheln das hier. Also so schaut es hier aus. Bei der Meucheln-Skillung geht ihr komplett runter bis zur Lebenskraft, nimmt da 33 Punkte mit bei Meucheln und geht nur bis Präzision und verbessertes Meucheln hier und die 5 Punkte bleiben gleich. Das wäre dann die Meucheln-Skillung. Aber wie gesagt, die wird aktuell bevorzugt von den ganzen Pro-Gamern und die macht auch wirklich eine Menge Schaden. Und jetzt ist die Frage, es gibt 2 Varianten zu spielen, einmal mit Windfairy und ohne Windfairy. Und man sagt halt, dass man mit der Kampfskillung spielt man mit Windfairy. Also das heißt, man lässt die Offhand-Waffe hier frei und die Mainhand-Waffe frei für Windfairy und die Offhand-Waffe, dann nimmt man das okkulte Gift. Und wenn ihr Meucheln spielt, nehmen die meisten dann 2 Gifte auf die Waffen, auf die Mainhand sofort wirkendes und auf die Offhand okkultes Gift, ja. Aber das ist Geschmackssache, ja, das macht nicht viel DPS aus, aber so ist halt die Aufteilung ungefähr. Also wenn ihr Kampf spielt, dann mit Windfairy und Meucheln dann halt ohne Windfairy, aber ihr könnt auch beide Skillungen mit Windfairy spielen. So, in der Zeit, wo ich das Video bearbeitet habe, wurde ich hier gekillt, mitten in Ironforge von 3 Rogues. Aber wurscht, noch kurz eine Nebensache, und zwar CS Gift, da vielleicht wundert ihr euch, warum tut man das nicht drauf. Es gibt einige Spieler, die machen das auch mit 10 Gift, also die Backstab-Skillung.
Könnt ihr auch machen, ihr könnt hier verbessertes Rüstungsschwächen mit reinnehmen. Da hättet ihr eine Rüstungsverringerung von 2550. Ich glaube, Rüstungszerreißung vom Krieger hat 2250, das heißt, ihr habt hier 250 mehr. Aber der Effekt ist, wie gesagt, gering, weil es konkurriert mit Rüstungszerreißen vom Krieger. Es kann nur ein Effekt drauf sein. Deswegen benutzen die meisten das nicht, ja. Außer ihr habt keinen Worry im Raid dabei, dann könnt ihr das mitnehmen. Aber die meisten Raids sind mit Worry. Von dem her benutzen die meisten einfach okkultes Gift und sofort wirkendes Gift. Schauen wir uns noch die letzte Skillung an. Das ist die Mutilate Skillung und das ist eine 3021 Skillung, also ähnlich wie bei Säbelschlitzer. Hier spielt ihr, geht ihr runter bis Kampf, also bis Klingenwirbel und 30 Punkte nehmt ihr mit bei Meucheln. Und die Runen sind folgende Runen. Hier könnt ihr auch mit Massaker spielen. Die meisten spielen mit in Stücke schneiden. Genau, Ehre unter Dieben, Verstümmeln natürlich. Und ihr generiert sehr, 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 sehr viele Kombo-Punkte bei dieser Skillung und macht sehr viel Schaden mit Envenom. Also der Hauptschaden kommt von Vergiften. Das spammt ihr eigentlich nur durch, weil ihr wirklich fast immer 5 Kombo-Punkte habt. Und ja, dadurch macht er, wie gesagt, eine Menge Schaden. Ja, ansonsten gibt es gar nicht so viel zu sagen zu dieser Skillung, da die Rote ja bereits bekannt ist aus anderen Phasen, weil Mutilate ja sehr lange, sage ich mal, die Meta war für den Rogue. Genau, ihr könnt hier auch den Wettstein, also diesen Elementar-Wettstein auf die Offhand nehmen und die Mainhand lasst ihr natürlich offen für Windfury. So, Freunde, jetzt schauen wir uns noch die Consumables an, welche auch verdammt wichtig sind. Und los geht's mit diesen Dingen. Das bekommt ihr übrigens in den verwüsteten Landen. Da müsst ihr diese Quest machen und das erhöht eure Beweglichkeit um eine Stunde, also um 25. Ist ganz nice. Dann Elixier der Riesen, ganz wichtig. Als nächstes Elixier des Mungus und Trank der freien Auktion ist auch verdammt wichtig, vor allem im BBL. Braucht ihr das oft bei Bossen und Trash-Mobs, weil die euch stunnen können. Disteltee brauche ich wohl nicht viel dazu zu sagen. Pflicht für jeden Schurken. Feuerwasser der Winterfelde, auch auf jeden Fall Pflichtprogramm. Und hier ist es Elixier der verschmolzenen Reue. Drücke einfach mal drauf, Stärke, Beweglichkeit. Dann seht ihr, dass alles nach oben geht ein bisschen. Seht ihr schon, 185, also plus 1 alle Werte. Müsst ihr nicht nehmen, weil es verdammt teuer ist. Aber wie gesagt, ich würde euch alle zeigen, damit ihr wisst, was es alles gibt. Dann die gesegnete Sonnenfrucht. Da braucht ihr respektvoll bei der Argentumdämmerung. Ihr könnt aber nicht den gegrillten Kalmar zusammen mit der Sonnenfrucht nehmen. Deswegen nehme ich halt immer den Kalmar, weil er einfach 10 Beweglichkeit gibt, was für einen Schurken einfach besser ist. Deswegen lasse ich das weg. Und dann gibt es noch das Drachen Odem Chili. Wichtig ist hier zu beachten, ihr nehmt erst den Kalmar und dann das Chili. Wenn ihr es andersrum macht, also erst das Drachen-Odem-Chili nimmt und dann den Kalmar frisst, dann nimmt der Kalmar im Endeffekt den Buff von dem Chili weg. Also in dieser Reihenfolge hier, ich habe es mir hier unten so hingetan, dass ich weiß, okay, ich fange hier an und dann nehme ich das. Ansonsten noch gibt die Rollen der Beweglichkeit und Rollen der Stärke, aber das könnt ihr nicht mit anderen nehmen. Das heißt, die anderen Buffs sind stärker hier. Von dem, ich habe es einfach mal gekauft, damit ihr es auch hier sehen könnt. Und als letztes die Waffen. Da haut ihr den Elementarwettstein drauf auf eure rechte Waffe, was euch mehr Crit gibt. Linke lasst ihr natürlich frei für Windfury. Das ist natürlich abhängig von der Skillung, welche ihr spielt. Entweder spielt ihr mit Giften drauf oder wenn ihr jetzt keine Gifte braucht, wenn ihr mit tödlicher Mischung spielt, könnt ihr auf die Offhand euren Elementarwettstein draufballern. Kurzer Einschub, falls ihr Verzauberer seid, könnt ihr das Siegel des fließenden Wassers nehmen. Und zwar, das gibt euch nochmal 30 Angriffskraft, was wirklich, wirklich nice ist. Und das stackt auch mit den anderen Angriffskraft-Buffs. Von dem her ist echt cool. Dafür braucht ihr übrigens Verzauberkunst 290 und ihr müsst respektvoll sein bei den Hydrixianern. Dann könnt ihr euch das Rezept holen. Das war's auch schon mit dem Video und mit dem Schurkenguide. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ich irgendwas vergessen habe oder ihr noch weitere Tipps habt oder Fragen habt, dann bitte ab in die Kommentare. Vielen Dank, bis zum nächsten Video. Bis dann.